weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Es sind auf jeden Fall gruselige Fakten. Also nichts für schwache Nerven. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich fand es ganz interessant und dachte mir, ich mache einfach mal wieder sowas. Der Fall war auch schon bei Aktenzeichen XY.
paar Indizien, woran es gelegen haben könnte, aber halt keine, ja, eindeutigen Beweise. Und das ist wirklich, wirklich sehr gruselig. Also falls ihr euch auch für True Crime und sowas interessiert, dann schaut da mal vorbei oder guckt euch auch die Aktenzeichen XY-Folge an. Die ist auch bei YouTube. Ja, kann ich nur empfehlen. Es gibt einen Parasit, der die Zunge eines Fisches zerstört und dann mit seinem eigenen Körper die Zunge ersetzt. Im Wesentlichen verwandelt er sich selbst in eine lebende, parasitäre, aber vollkommen funktionsfähige und ansonsten harmlose Zunge. Er heißt Cymotoa exigua. Ich glaube, das ist lateinisch. Ich hatte nie Latein, also keine Ahnung. Die letzte Person auf der Erde, die im 19. Jahrhundert gelebt hat, starb 2017. Emma Morano wurde am 29. November 1899 geboren und starb am 15. April 2017. Sie wurde als die älteste italienische Person verifiziert, die jemals gelebt hat. Sie wurde 118 Jahre alt. Im Jahr 1518 gab es eine Tanzpest, bei der etwa 400 Menschen anfingen, unfreiwillig tagelang zu tanzen. Ärzte nahmen an, dass sie ein Fieber ausschüttelten. Manche Menschen starben an einem Herzinfarkt, an Erschöpfung oder sogar an Schlaganfällen. Das ist auch komisch. Es gibt einen Parasit in Katzenkacke, der buchstäblich die Gedanken von Ratten kontrollieren kann, sollten sie ihn fressen. Er heißt Toxoplasma gondii und er verändert die Gehirnfunktion einer Ratte, damit sie vom Geruch von Katzenurin angezogen wird und erleichtert es so Katzen, die Ratte zu finden und zu fangen. Er führt die Ratte buchstäblich in den Tod. Jedes Jahr passieren wir unwissentlich den Jahrestag unseres Todestages. Ja, traurig, aber wahr. Der Serienmörder Dennis Rader verbrachte manchmal Zeit in den Häusern seiner Opfer und versteckte sich in ihren Schränken, bis sie am angreifbarsten waren. Er ist bekannt als der BTK-Killer, Fesseln, Foltern, Töten, und brachte von den 70ern bis in die 90er ganze Familien um und stahl Dinge aus ihren Häusern. Auch richtig gruselig. Stellt euch mal vor, nee, stellt euch das nicht vor, das ist zu gruselig. Tatsächlich bin ich, oder letztens war ich auch sehr paranoid. Da sind gruselige Dinge passiert. Also, da könnte ich theoretisch mal ein extra Video von drehen, so paranormalen Dingen, die mir selbst mal passiert sind. Ja, ich glaube, seitdem ich den Film Conjuring geguckt habe, bin ich so geworden. Nein, aber schon faszinierend. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr an so Paranormales glaubt oder ob ihr sagt, das ist alles Humbug. Und ja, würde mich mal interessieren. Also, teilweise denke ich, dass man alles irgendwo logisch erklären kann, aber so ganz ausgeschlossen oder so ganz ausschließen kann man es ja eben auch nicht. Deswegen bin ich da so zwiegespalten. Es gibt einen Zombie-Pilz, der im Grunde zu seinem eigenen Vorteil Ameisen versklavt, bis er sie tötet. Er heißt Desmidiospara mirepsphilia. Ein pelziger, parasitärer Pilz, der infizierte Insekten dazu veranlasst, sich seltsam zu verhalten. Okay. Der nächste Fakt. Du wirst eher von einer Kuh als von einem Mai getötet. Okay. Einige Tumore können Zähne wachsen lassen, mit Haar gefüllt sein
Mal, wenn du im Ozean schwimmst, badest du quasi in einem Friedhof. Hunderttausende Menschen sind auf See verloren gegangen oder wurden absichtlich beerdigt. Ja, traurig, aber leider wahr. Und das war's auch schon mit den Fakten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche euch besonders gegruselt hat oder sowas. Und schreibt mir natürlich auch immer gerne Videoideen in die Kommentare zu einem neuen Faktengeflüstert-Video. Weil solche Videos lassen sich eigentlich schnell drehen. Und deswegen, wenn ich Ideen habe, also kann ich das Video auch schnell drehen eigentlich. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!